So gut, dass ich die Pause gemacht habe, weil mir ist gerade aufgefallen, er hat das Ändern der Festplatte gar nicht angenommen. Ich hätte gerade eh nur noch ein paar Megabyte gehabt. Ja, dann wäre die Aufnahme wieder abgeschmiert. Ich will jetzt gerne wissen, ist das vor oder nach Andrew Ryans Tod und Frank Fontaines Tod, also nach 1 und 2. In 1 war ja Andrew Ryan und Fontaine tot. Und dann kam Teil 2 mit den Splicern gegen, ach, wie hieß sie? Oder kam das da gegen Fontaine? Ja, da kam das gegen Fontaine. Teil 2. Oder? Ich bin gerade voll durcheinander. Funny. What? You're not knowing about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. DeWitt? The Hostick sees you, he'll toss you out on your ass again. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Okay, das ist auch interessant. Also entweder war Rapture hier schon kaputt und ist wieder aufgebaut. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Schön. Mit derselben Animation immer noch auf einen Knopf hauen. When was the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken. Down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan. Says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Okay, also Fontaines Little Sister Projekt ist. Madam? We're fine, thanks. Geschlossen. Der creepigste Butler, den ich hier gesehen habe. Aber wer hat das wieder aufgebaut? Und vor allen Dingen, wie und wann und. Wie ist er die Splicer losgeworden? Guten Tag, Herr Schmidt. Süß, der ist deutsch. Er hat sogar Herr Schmidt gesagt. Ha, finde ich geil. Sowas finde ich cool. What up, Bitches? Ah. I went through basic with a decent sort, but the Italians. Papa this and Papa that. They can't take a crap without a papal dispensation. Fand ich aber gerade ein bisschen unnötig, dass sie da wirklich guten Tag übersetzt haben. No one from my side of the family was ever so lackadaisical. Well, I suppose I shouldn't have drank so much when I was pregnant, clearly. I'm not changing it now. Whoa. I hope that wasn't your attempt at pillow talk, darling. Okay. Ich will nur mal den Dialog. Mr. Schmidt, rede. Ja. Mit deutschem Akzent. Dr. Steinman told me he uses my picture to judge facial symmetry. Darling, that line actually work on anyone before closing time. Korb. Schön. Ich mag ja so, die Action hat auch gar nicht angefangen. Intimacy is no different than any other commodity, friend. You sell soybeans, I sell companionship. Ugh, it's disgusting. Ja. That's the Bible talking, pal. That's your mother talking. What does Ryan say? Petty morality? You can keep it.
Ist ein Problem. Okay, kann ich nachvollziehen. Telefon. Telefon. Geht nicht. Gitarren. Ich wollte schon immer eine Gitarre kaufen. Ich kann auch Gitarre spielen. Die haben irgendwie immer nur die gleichen Platten hier. Das ist toll. Schön, ne? Kann ich Gitarre spielen? Ich kann Gitarre spielen. Ich weiß das. Ich habe den Story-Modus gespielt. Ich bin schon drin. Also Frank Fontaine war keiner von euch. Frank Fontaine war ein mieser Motherfucker. Nein. Hör mal nicht anhören. Solche Lügen. Ja. Ich habe Ryan schön mit einem Golfschläger erschlagen und habe es genossen und Fontaine. Ja. Jetzt ein bisschen vollgepumpt und dann habe ich ihn. Como ist das? Da habe ich ein bisschen. Zerbohren lassen. Her little girl's been missing for days. I'm a complete wreck if Trudy even gets a nosebleed. So many children. It can't all be coincidence. Nö, hört sich für mich nach einem Wiederaufleben der nach einem Wiederaufleben der des Little Sister Problems an. Ha. Seht ihr? Such an observer, strangest of coincidences. On other side of a window, man in strange hat experimenting on Suchong's own creation. On plasmid. Man name of Fink. Outrage! Depth of intellectual property! But man name of Fink is no fool. Through addition of oxidizing agent, turns plasmid ingestible through stomach lining. Mr. Ryan very impressed with Su Chong's initiative. Theft of intellectual property. Two-way street. Okay, finde ich interessant, dass die nicht unter mit Untertitel sind, also komplett auf Englisch. Ich habe kein Problem damit, aber. A better mousetrap. Oh, for God's sake, Armand, you want to get us both rounded up? So you admit it, that Ryan's rounding people up? It was a figure of speech. The pot calling the kettle black is a figure of speech. I keep my head low and I do my job. Like a good jerk. Now, is that a figure of speech? ich habe kein Problem damit, ich höre sowieso auf das Englische, ich lese die Untertitel nicht. Dann versuche ich euch das ein bisschen zusammenzufassen, wenn ich das so hinbekomme. Also der Su Chong hat sich gerade in dem Ding darüber aufgeregt, dass der Frank Fontaine an seiner Erfindung, an dem Plasmid arbeitet und ihm quasi damit die Show stiehlt und das als sein Ding darstellt. Aber Ryan wäre trotzdem begeistert von dem, was Su Chong geleistet hat. Und das sieht mir nach Cohen aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich will diesen Ver... Ich hab den umgebracht, oder? Hab ich Geld? Ein bisschen. Das ist Blödsinn. Die 8 Dollar brauche ich eh nicht. Wenn ich 50 plus bin, höre ich auf. Jawohl, Bitch.
Einmal muss noch. Scheiß Obstsalat, ey. Nein! Okay, einmal geht. Wir machen jetzt die Folge nichts anderes. Na egal. Hey! Ich wollte eigentlich ins Need to Know. Hätte ich da jetzt Jackpot gewonnen, ne? Hier, das da. Are you in the know? You've doubtlessly sampled products from Fontaine Futuristics. But do you know why Ryan Industries saved it? Frank Fontaine, business leader and benefactor of mankind? Or was he the best friend the parasite ever had? Were you aware his businesses were a front for a smuggling ring? And were you also fooled by his supposed charity work? At his free clinic, patients became test subjects, and his orphanages were places that children disappeared into and never came out. Once they learned the truth, Rapture's Central Council called for the arrest of Fontaine Futuristics' owner. But, a coward to the end, Fontaine found a hail of bullets preferable to facing justice. The council asked that Ryan Industries assume the burden of stewardship of Fontaine's ill-gotten assets. And Andrew Ryan accepted that burden for the people of Rapture. Now all citizens can enjoy these products, free of criminal taint. Now you know. Okay. Wir wissen ja von Bioshock Infinite noch, das mit den parallelen Universen, ne? Hoch die Schnauze. Von den vielen parallelen Universen. Ich könnte mir vorstellen... I hope all of his crowd are enjoying themselves. Locked up forever. Gotta hand it to the old man. Locking up Fontaine's thugs in his own department store. That's poetic justice. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir einfach in einem Paralleluniversum sind, wo nicht wir als Delta damals Fontaine umgebracht haben, sondern jemand anders. Be right with you. Good day. Do you have a German accent? Hello? Okay, da komme ich schon mal nicht rüber. Weil, das gerade sah ja nicht danach aus, dass die Welt verspliced ist. Expect me to drink alone? Weil das sah nämlich nicht danach aus, dass wir hier eine Splicer verseuchte Welt haben und schade. Und irgendein Testsubjekt namens Delta. Something will turn up. Adversity breeds opportunity. That's what Ryan says. Ist irgendein Testsubjekt Delta ihn. So soon. Who's telling all this keep it on the right? About the aspersions being made about me. This legal nonsense I have. What Ryan warned us about. Wegen sowas bin ich hier. Are you in the know? Innovation and competition are what fuel Rapture. But that fuel can be diluted with rumor or flat-out lies. The rumor monger asks, what are these so-called splicing side effects? Well, take a look around you. Do you see anything wrong with your neighbor? The rumor monger asks, why has Tenenbaum withdrawn from the public's eye? Dr. Tenenbaum is a scientific mind unparalleled, even in Rapture.
She's no doubt in her lab, toiling away at her next great innovation. I heard she was in cahoots with Fontaine. Merely slander from jealous naysayers. Remember, Rapture competes through innovation, not cheap shots. Bridget Tenenbaum is a woman who represents the best of science and industry. In other words, she's a Rapture gal. Now you know. Now I know. So, jetzt habe ich es auch sogar, wo wir hier sind, wann wir hier sind und wie es hier aussieht. Wir sind lange vor der Krise mit Rapture. Stimmt ja, wir spielen ja Mitte, Ende der 50er Jahre und das Rapture aus Bioshock 1 spielt schon in den 70er Jahren. Wie gesagt, wir sind lange vor der Krise. Cohen lebt noch. Fontaine ist wegen der Dingskrise mit den Little Sisters, ja, aus dem Verkehr gezogen worden. Eigentlich. In Wirklichkeit ja lebt er noch. Das erfahren wir ja dann in Bioshock. Mr. DeWitt. Ja, Schnauze. I'll find my source inside of that club. Cohen? Does that lunatic have to do with Sally? Und deswegen leben Ryan und Fontaine vom Prinzip auch noch. Also angeblich lebt Fontaine Fontaine nicht mehr, aber Fontaine lebt noch. Das erfahren wir ja dann in Bioshock. Und deswegen war auch gerade die Anspielung mit Nebenwirkungen. Nee, sehen ihre Nachbarn nicht normal aus. Noch tun sie das. Noch. Okay, ich brauche eine Zahlenkombination. Psst, weißt du die? Wutze. Wow. The Watched Clock. Wie weit kommen wir denn hier? Boah, Frühstück. Unter meinem Bett, du Wichser. Tür auf. Geht sogar von alleine auf. You got an issue with my food pail. You're welcome to put on an apron. Klar, kein Problem. Lass mich kochen. Ach, das ist ein Mixer. Warum zum Teufel hast du 5 Mixer? Wenn du dein Essen natürlich nur pürierst, dann before coming down here of Utopia. Every man with his hand on the great chain, the wheel of progress turning. Every cliche you can imagine. And what is the first thing that happens when I open up shop? Petty thievery. Now I have to lock all my valuables in a closet. Remember 2076. It's the problem with coming to Utopia, is that it still has the people. Ah. Ja, er hat uns gerade die Kombination gesagt. Da wir keine Untertitel haben, muss ich das so machen. Sie. In solchen Situationen ist man froh, dass man die englische Sprache einigermaßen beherrscht. Futuristics, sin of a terrible violence. Splicers are burning each other to bits. Lucky ones are not killed, sent to department to stop prison instead. Suchon think he dead man too. But then Ryan comes to Suchon and says, Suchon want to be buried in filthy store, or Suchon want to make a good salary, work for Ryan. How much salary, asks Suchon. This Ryan find very funny. Okay, also